gebrochen mit Selze McKenzie. Sauerbraten sauer macht lustig, sagen die Schwaben. Wir sind schon lustig, sagen die Rheinländer und schmecken die Soße zum Sauerbraten süß ab. Welcher Fraktion er angehört, darf bei diesem Rezept jeder selbst bestimmen mit dem Zuckerlöffel. Für 4 Portionen pro Portion ca. 545 Kilokalorien eine Stunde Zubereitung, 3 Tage marinieren, 2 Stunden garen, das Fleisch abtupfen und in einen großen Gefrierbeutel legen. Für die Marinade eine Zwiebel schälen und grob würfeln. Piment, Pfeffer und Senfkörner, Wacholder und Gewürznelken in einem Mörser grob zerstoßen. Zwiebelwürfel, Gewürze, Lorbeer, Rotwein und Essig zum Fleisch in den Gefrierbeutel geben. Den Gefrierbeutel gut verschließen, im Kühlschrank 3 Tage durchziehen lassen. Zweitens, nach 3 Tagen das Fleisch aus der Marinade nehmen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Die Marinade durch ein Sieb gießen. Die zweite Zwiebel schälen und grob würfeln. Möhre und Sellerie putzen, schälen und in grobe Stücke schneiden. In einem Bräter das Butterschmalz erhitzen. Das Fleisch hineingeben und von allen Seiten bei mittlerer Hitze ca. 8 anbraten. Zwiebel, Möhren und Selleriewürfel dazugeben und eine bis mit anrösten. Das Tomatenmark hinzufügen und kurz mitbraten. Mit etwas Marinade ablöschen, einkochen und den Bratensatz am Boden loskratzen. Drittens wieder etwas Marinade dazugießen, aufkochen. Bei kleiner Hitze mit geschlossenem Deckel schmoren, dabei immer wieder etwas Marinade dazugießen, so dass immer nur ca. 2 cm Hochflüssigkeit im Bräter steht. Das Fleisch hin und wieder wenden. Nach 1,5 Stunden mit einer Fleischgabel hineinstechen. Lässt sich die Gabel leicht herausziehen, ist der Braten gar. Geht die Gabel nur schwer heraus, das Fleisch noch weitere 30 schmoren. Viertens inzwischen die Petersilie waschen, trocken schütteln, Blättchen fein hacken. Den Braten aus dem Bräter nehmen und abgedeckt warm stellen. Die Soße durch ein Sieb in einen kleinen Topf passieren. Aufkochen, eventuell etwas einkochen, dann mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Den Braten in Scheiben schneiden, mit Petersilie bestreuen und mit der Soße servieren. Dazu passen Spätzle. Rinderrouladen, Überraschungsfleischpäckchen, was drin war, konnte nach Lust und Laune der Köchin schon mal variieren. Hier hält Speck die Rollen saftig, Gurken und Senf sorgen für die pikant-säuerliche Note. Zu Recht ein Klassiker unter den Rouladenfüllungen. 6 Cornichons, 4 Scheiben Rindfleisch aus der Oberschale, Klammer auf, ca. 160 Gramm dünn geschnitten, Klammer zu, Salz, Pfeffer, 4 türkische Lire scharfer Senf, 8 dünne Scheiben Schinkenspeck, 1 Zwiebel, 2 Esslöffel neutrales Pflanzenöl, 2 türkische Lire Mehl, 2 türkische Lire Tomatenmark, 200 ml, trockener Rotwein, 500 ml Fleischbrühe, 1 Lorbeerblatt, 2 türkische Lire kalte Butter, außerdem für 4 Portionen pro Portion ca. 515 Kilokalorien, 30 Zubereitung, 1 Stunde 20 Garen. Erstens die Cornichons in Scheiben schneiden. Die Fleischscheiben nebeneinander auf die Arbeitsfläche legen, salzen und pfeffern. Mit JITL Senf bestreichen. Speckscheiben darauf legen und die Gurkenscheiben darauf verteilen. Die Fleischscheiben aufrollen und mit Küchengarn binden oder mit Rouladennadeln oder Zahnstochern feststecken. Zweitens die Zwiebel schälen und fein würfeln. Das Öl in einem Bräter oder weiten Topf erhitzen. Rouladen von außen salzen, pfeffern und dünn mit Mehl bestäuben. Die Rouladen von allen Seiten bei großer Hitze eine bis anbraten. Zwiebelwürfel dazugeben und kurz mitrösten. Tomatenmark dazugeben und unterrühren, dann mit der Hälfte des Rotweins ablöschen. Einkochen, dann ein weiteres Mal mit dem Rotwein ablöschen. Brühe dazugießen, Lorbeerblatt dazugeben und alles aufkochen. Im geschlossenen Bräter bei kleiner Hitze ca. 1 Stunde 20 leise kochen lassen. Tee, die gegarten Rouladen aus dem Bratenfond nehmen und abgedeckt warm halten. Den Bratenfond durch ein Sieb passieren und auf ca. 200 ml Soße einkochen. Die kalte Butter in Flöckchen mit einem Schneebesen einrühren. Die Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dazu passen Bandnudeln. Küchenhelfer-Tipp: Die einen schwören auf Küchengarn, die anderen auf Rouladennadeln. Neben diesen zwei klassischen Möglichkeiten, die Rouladen beim Schmoren vor dem Aufgehen zu bewahren, gibt es aber inzwischen noch eine dritte, Rouladenklammern.
Sie lassen sich ohne Geknote und Gepiekse mit einem Handgriff um die Rouladen klemmen und halten Fleisch und Füllung fest umschlossen. Übrigens lassen Sie sich auch für Krautwickel, Klammer auf, siehe Seite 75, Klammer zu, prima verwenden. Aus Österreichs Küchen stammt es, das Stück Rindfleisch, das ganz sanft und langsam seine Perfektion entgegensiedet und uns dadurch auch noch mit würziger Brühe beschenkt, die entweder wie hier gleich dazu oder aber als feine Vorsuppe serviert wird. Für 4 Portionen pro Portion ca. 495 Kilokalorien, 1 Stunde 20 Zubereitung, 2 Stunden 30 Garen. Erstens, das Fleisch abtupfen und die Knochen abspülen. Reichlich Wasser in einem großen Topf aufkochen und die Knochen hineingeben. Aufkochen, dann in ein Sieb abgießen. Die Knochen abspülen und erneut im Topf mit Wasser bedecken. Aufkochen, dabei den Schaum abschöpfen. Den Tafelspitz, Lorbeerblätter und Gewürze hineingeben. Den Tafelspitz im geschlossenen Topf insgesamt 2 bis 2 Stunden 30 leise kochen lassen, dabei hin und wieder den Schaum abschöpfen. Zweitens, inzwischen das Gemüse putzen. 2 Möhren und ca. 100 Gramm Sellerie putzen und schälen. 1 Stange Lauch putzen, der Länge nach aufschlitzen, gründlich waschen und in 3 bis 4 Stücke schneiden. Petersilie waschen, trockenschütteln, die Blättchen abzupfen und beiseite legen. Gemüse und Petersilienstängel nach 1 Stunde 30 zum Fleisch in den Topf geben und mit garen lassen. Drittens, restliches Gemüse und Kartoffeln putzen, waschen, schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Petersilienblättchen fein hacken. Nach 2 Stunden Garzeit prüfen, ob der Tafelspitz fertig ist, mit einer Fleischgabel hineinstechen. Lässt sich die Gabel leicht wieder herausziehen, ist das Fleisch gar. Ist es noch sehr fest, weitere 30 kochen lassen. Sobald es fertig ist, das Fleisch herausnehmen und in Frischhaltefolie wickeln, damit es an der Oberfläche nicht austrocknet. Viertens, die Knochen mit einer Schaumkelle herausnehmen, Brühe durch ein feines Sieb in einen zweiten Topf gießen, Klammer auf, ausgekochtes Gemüse wegwerfen, Klammer zu, und aufkochen. Klein geschnittenes Gemüse hineingeben und in 8 bis bis fest garen. Brühe mit Salz und Pfeffer abschmücken. Den Tafelspitz von der Spitzenseite her gegen die Faser in Scheiben schneiden. Gehackte Petersilie unter das Gemüse mischen, dieses mit Tafelspitz und etwas Brühe in tiefen Tellern anrichten. Hühnerfrikasse Huhn in den Topf, um Brühe daraus zu kochen, gab es ganz sicher am nächsten Tag Frikassee aus dem Fleisch. Der Spargel kam meist aus dem G1, viel besser schmeckt das Gericht allerdings in der Saison mit frischen Stangen. Für 4 Portionen pro Portion ca. 770 Kilokalorien, 1 Stunde 40 Zubereitung, 1 Stunde 30 garen, das Hähnchen, innen und außen gründlich kalt abspülen. In einem großen Topf ca. 21 Wasser aufkochen, eine türkische Lira Salz dazugeben und das Hähnchen hineinlegen. Wieder zum Kochen bringen. Die Zwiebel schälen und vierteln, das Suppengrün putzen, waschen, schälen und in grobe Stücke schneiden. Zwiebel, Suppengrün, Lorbeer, Gewürz, Nelken und Wacholder zum Hähnchen geben. Im geschlossenen Topf bei kleiner Hitze 1 Stunde 30 leicht köcheln lassen. Das Hähnchen herausheben und einige Min. Abkühlen lassen. Das Fleisch ablösen und ohne Haut in mundgerechte Stücke schneiden. Abgedeckt beiseite stellen. Die Brühe durch ein feines Sieb in einen Topf gießen, mit Küchenpapier entfetten und auf ca. 11 einkochen. Die Enden der Spargelstangen abschneiden, Stangen schälen und in ca. 4 cm lange Stücke schneiden. Die Champignons putzen, trocken abreiben und in Scheiben schneiden. 250 ml von der Brühe in einem kleinen Topf aufkochen und den Spargel darin in ca. 8 bis fest kochen. Spargel herausheben und beiseite stellen, die Brühe wieder zu der restlichen abgemessenen Flüssigkeit geben. In eine Pfanne 20 Gramm, Klammer auf 2 Esslöffel, Klammer zu, von der Butter erhitzen und die Champignons darin ca. 5 bei mittlerer Hitze andünsten, salzen und pfeffern. 4 restliche Butter in einem Topf schmelzen, Mehl unterrühren und hell anschwitzen. Mit Weißwein ablöschen, dabei mit einem Schneebesen rühren, so dass keine Klümpchen entstehen. Dann unterrühren, die Hälfte der erkalteten Hühnerbrühe zugeben. Aufkochen und die restliche Hühnerbrühe dazu gießen.
Hühnerfleisch, Spargel, Kram, Pichnons, Erbsen und Sahne dazugeben und alles einmal aufkochen. Die Soße kräftig mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Petersilie waschen, trocken schütteln und Blättchen fein hacken. Über das Frikassee Spreu. Panfisch. Den Norddeutschen ein besonders tiefes Verständnis für Fisch zu unterstellen ist sicher nicht übertrieben. Das lässt sich schließlich daran ablesen, was sie aus dem Klassiker Kochfisch mit Senfsoße gemacht haben. In der Pfanne verbinden sich Fisch, Kartoffeln und Senf zu einem saftigen Miteinander. Bodenständig und unglaublich gut. Für 4 Portionen pro Portion ca. 385 Kilokalorien eine Stunde 20 Zubereitung. Die Zwiebel schälen und vierteln. Mit Fischfond Essig, 1/2 Teelöffel Salz, Lorbeer, Pfeffer und Senfkörnern aufkochen. Den Fisch kalt abspülen und in den heißen Sud legen. 15 abgedeckt auf kleinster Hitze gar ziehen lassen. Mit einer Schaumkelle herausheben und abgedeckt etwas abkühlen lassen. Den Sud auf knapp die Hälfte einkochen, durch ein Sieb gießen und 300 ml abmessen. Zweitens die Kartoffeln pellen und in Scheiben schneiden. Das Butterschmalz in einer sehr großen, weiten Pfanne erhitzen und die Kartoffeln darin in ca. 10 knusprig braten. Die Kartoffeln ab und zu wenden, so dass sie gleichmäßig bräunen und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Fisch häuten, das Filet von den Gräten lösen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Fischstücke zu den Kartoffeln geben und vorsichtig unterheben. Drittens den abgemessenen Fischsud erneut aufkochen. Kalte Butter in Stückchen schneiden und mit einem Schneebesen in den kochenden Sud einrühren, so dass er leicht bindet. Den Topf vom Herd nehmen, den Senf unterrühren und die Soße herzhaft mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Soße zu Kartoffeln und Fisch in die Pfanne gießen und bei kleiner Hitze ca. 5 durchziehen lassen. Petersilie und Dill waschen, trocken schütteln und die Blättchen fein hacken. Den Panfisch mit den Kräutern bestreut servieren. Gelingtipp: Wenn Sie keine große Pfanne mit hohem Rand besitzen, nehmen Sie am besten 2 Pfannen. Dann lässt sich alles leicht unterheben. Geschmorte Gänsekeulen. Bis zum Martinstag am 11. November watschelten früher die Gänse über die Bauernhöfe, um dann nach und nach zu verschwinden und als deftige Winterbraten auf den Tisch zu kommen. Aber es muss nicht immer der ganze Vogel sein, die Keulen lassen sich mit weniger Aufwand zubereiten. Für 4 Portionen pro Portion ca. 795 Kilokalorien 50 Zubereitung 2 Stunden garen. Erstens, die Zwiebeln schälen und grob würfeln. Das Suppengrün putzen, waschen, schälen und in grobe Stücke schneiden. Den Apfel schälen, vierteln, Kerngehäuse entfernen. Die Gänsekeulen kalt abspülen und trocken tupfen. Das sichtbare Fett auf der Keulenunterseite wegschneiden. Das Butterschmalz in einem Bräter erhitzen, Keulen hineingeben und bei mittlerer Hitze rundherum ca. 10 anbraten, salzen und pfeffern, herausnehmen, Bratfett bis auf 3 Esslöffel wegschütten. Zweitens den Backofen auf 200 Grad, Klammer auf Umluft 180 Grad, Klammer zu, vorheizen. Die Zwiebelwürfel und das Suppengrün in das verbleibende Bratfett geben und ca. 3 anrösten, Apfelviertel hinzufügen. Mit Rotwein ablöschen und den Bratensatz mit einem Pfannenwender vom Boden des Bräters lösen. Den Wein etwas einkochen, dann den Geflügelfond und 100 ml Wasser dazu gießen und aufkochen. Die Keulen hineinlegen. Den Rosmarin waschen und mit den Lorbeerblättern dazugeben. Drittens den Bräter verschließen und in den Ofen schieben. Die Keulen eine Stunde 30 garen, dabei zwischendurch 3-4 Mal wenden, so dass sie gleichmäßig in der Flüssigkeit liegen. Den Deckel abnehmen und die Keulen weitere 20 offen garen, dabei 2-3 Mal mit der Soße begießen. Weitere 10 offen garen, ohne das Fleisch zu übergießen, so dass die Haut knusprig werden kann. Die Keulen herausheben und abgedeckt warm stellen. Viertens die Soße durch ein Sieb in einen kleinen Topf gießen, dabei die Rückstände im Sieb gut ausdrücken. Die Soße bei großer Hitze einkochen. Die Stärke mit 2-3 Esslöffel Wasser anrühren, in die kochende Flüssigkeit gießen, einmal aufkochen, so dass die Soße andickt. Mit Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken. Dazu passen Rotkohl, Klammer auf, siehe Seite 49, Klammer zu, und Kartoffelknödel.